Kiddings. Bibi Blocksberg, die kleine Hexe, kann so manches, wovon ihr träumt. Und sie wird euch Bibi Blocksberg. Wo ist Kartoffelbrei? Fragezeichen. Und die Seerobbe ist auch wieder mit am Start. Das ist Teil 7 der Bibi Blocksberg-Reihe. Yeah, Teil 7. Wow. Such dir einen der vier Besen aus. Ich nehme den. Besen merkt sich deinen Nein, Spielstand. Ich nehme den. Wenn du schon ein... Wenn du hier klickst... Ich nehme den alten. Nice. Schön. Viel Spaß in einem neuen Abenteuer mit Bibi. Danke. Juhu! Nanu, was ist das denn? Das muss ich mir doch gleich mal ansehen. Hallo, du! Mann, hast du mich aber erschreckt. Bist du etwa eine Hexe? Na klar, aber eine ganz liebe Hexe. Hey. Ich heiße Bibi Blocksberg. Ich bin eine Hexe. Aha. Und ich bin Jan. Ich komme vom Zirkus. Was gibt es denn alles bei euch zu sehen? Och, eine ganze Menge. Löwen, Tiger, Elefanten, Clowns. Und dann haben wir noch eine ganz besondere Überraschung. Ja? Was denn? Das wird nicht verraten. Aber komm doch einfach mal vorbei. Wir haben jeden Abend Vorstellung. Das sieht aus, als hätten sie eine Hexe. So, ich muss jetzt weiter. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Tschüss. Tschüss. So, nun will ich mal weiterfliegen. Wo ist denn Kartoffelbrei? Tja. Ich weiß doch genau, dass ich ihn dahin gestellt habe. Wo kann er bloß sein? Das hat so einer vom Zirkus geklaut. So ein Zirkusmitarbeiter. Wie gemein. So, und jetzt gilt es, an uns ist es herauszufinden, wo Brigittes Hexenbesen das abgeblieben ist. Das klang wirklich spannend, was Jan von der Vorstellung erzählt hat. Ja, ja, ja. Aber erst muss ich Kartoffelbrei finden. Auf jeden Fall, Brigitte, und hier... Das klang wirklich spannend, was Jan von der Vorstellung erzählt hat. Die haben da eine Hexe. Aber erst muss ich Kartoffelbrei finden. Die haben da bestimmt eine Wannabe-Hexe. War das bestimmt so eine Hexe, die denkt, sie ist gar keine Hexe. Sie ist auch keine Hexe, aber sie will eine Hexe sein. Und deswegen klaut sie einen echten Hexenbesen. Von unserer Brigitte Blocksberg. Ein Krämerladen. Richtig, du kannst lesen. Nachsehen kann ja nicht schaden. Nachsehen schadet nicht. Reingehen. Aber... kam ganz deutlich von woanders die Hand. Der Herr Krämer. Guten Tag, kleines Fräulein. Guten Tag. Das ist aber ein toller alter Laden. Ja, so etwas findet man heute nur noch selten. Ich habe eine Frage. Ist Ihnen vielleicht irgendetwas aufgefallen? Mein Besen ist nämlich weg. Wahrscheinlich gestohlen. Ein Besen gestohlen? Wer macht denn sowas? Das wüsste ich auch gerne. Die Leute haben heutzutage von nichts mehr Respekt. Ja. Tut mir leid, aber ich war die ganze Zeit mit meinen Bestellungen beschäftigt. Oh. Schade. Ja gut, Herr Krämer. Hier kriegt man ja wirklich alles. Okay, wir gehen wieder raus. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, kleines Fräulein. Ich drücke dir die Daumen, dass du deinen Besen bald wiederfindest. Ja, das hoffe ich auch. Danke. Aber hier drin haben wir doch wohl keine Chance. Wir sollten uns mal in der Richtung umschauen, wo die Diebeshand herkam. Ach, da gibt es keine Richtung? Doch, da war doch gerade ein Pfeil, oder? Nee. Pressehaus, Besenmacher, was? Das Pressehaus. Hier arbeitet Frau Kolumna. Oh. Vielleicht kann die mir weiterhelfen. Ja, vielleicht. Wir fragen mal Carla Kolumna. Ihres Zeichens die beste Pressesprecherin von Hallo, Neustadt. Ja. Bibi, was ist denn mit dir los? Pressefrau. Journalistin. Frau Kolumna. Reporterin. Stellen Sie sich vor, Kartoffelbrei ist weg. Sensationell, Die rasende Reporterin. Wie? Weg? Gestohlen?
Oder davongeflogen? Keine Ahnung. Sie schenkt uns keine Aufmerksamkeit. Sie nimmt uns wohl nicht ernst. Ich habe gehofft, dass Sie mir weiterhelfen können. Bibilein, hast du es denn schon mit Zurückhexen versucht? Da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Ja. Nicht verzagen. Carla Kolumna fragen. Aber Carla, guck mal. Bei dir ist nicht mal alles angesteckt. Schau mal, hier das Kabel steckt zwar unten drin, aber nicht drin. Gehört das nicht zum Faxgerät? Ja. Naja, Frau Kolumna wird schon wissen. Ich glaube nicht, dass sie weiß. Das ist Bibis Hexenbuch. Jawohl. Um zu hexen, benötigt sie dieses... Eneminne, bring herbei ein Foto von Kartoffelbrei. Eneminne, 1, 2, 3, Kartoffelbrei, fliege jetzt herbei. Eneminne, 1, 2, 3, Kartoffelbrei, fliegt jetzt herbei. Hex, hex. Wenn ich nur wüsste, warum das nicht geht. Bibilein, hast du es denn schon mit Zurückhexen versucht? Ja, gerade. Ja, aber das hat nicht geklappt. Irgendeine andere Hexe hat da ihre Hand im Spiel. Aha. Unerhört. Aber da kommt mir eine Idee. Wir geben eine Vermisstenanzeige auf. Mit Foto? Da gibt es ein klitzekleines Problem. Irgendwo hier muss ich noch ein Foto von Kartoffelbrei haben. Aber wo? Ich werde mal selbst nach einem Foto suchen. Sie haben ja so furchtbar viel zu tun. Ja, ja, furchtbar viel. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund, Bibilein. Nee, ja, ist so, ne? Warte mal, ich hexe eins her. Aber wohin soll ich das hexen? Oder woher? Warte mal, so. Enemene, bring herbei ein Foto von Kartoffelbrei. Hex, hex, hex. Richtig, sehr gut. Ah, da haben wir schon also, eins. Ich muss sagen, so eine kleine Hexerei ist doch das einzig Wahre, um sich in diesem Chaos zurechtzufinden. Stimmt. Ja, ja. So, Bibilein, die Anzeige ist fix und fertig und kann gefaxt werden. Wohin? Wohin wird sie gefaxt? Du wirst sehen, Bibilein, so eine Vermisstenanzeige hat schon Wunder gewirkt. Nun noch die Nummer der Druckerei gewählt und das Fax ist auf dem Weg. Was ist denn das? Das Fax macht Faxen. Ah. Ob da ein Stecker nicht richtig steckt? Das gehört bestimmt zum Fax. Ja. Vielleicht kann man es feststecken. Ja, man sollte den Stecker feststecken, ja, das ist richtig. Das passt. Sehr gut. Ist Carla im Keller? Frau Kolumna? Keller Kolumna? Das Faxgerät hat gepiept. Phänomenal. Hoffentlich funktioniert es jetzt auch wieder. Na also. Sehr gut. Nun heißt es warten. Ach ey, Bibi, da fällt mir ein. Könntest du in der Zwischenzeit ein paar Kleinigkeiten für mich einkaufen? Klar, mach ich. Was denn? Steht alles auf diesem Zettel hier. Ein Film für meine Kamera, Bleistifte und Brillenputztücher. Schließlich muss ich den Durchblick behalten. Hier hast du einen Korb. Mein Portemonnaie liegt drin. Das nehme ich alles mit. Das gibt sicherlich alles beim Krämerladen. Ich brauche noch mal ein bisschen hier Hexcraft. Hier findest du die Dinge, die Bibi dabei hat. Ja, zeig mal her. Pfefferkornsirup für meine Hexkraft. Nimm mal was. Das geht nicht. Doch, 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 das geht. Das geht nicht. Was? Nimm das jetzt. Ich brauche Hexkraft. Okay. Alles rot. Bis gleich, Frau Kolumna. Bis gleich. Bis gleich, Bibilein. Und tschüss. Na gut, dann wieder zum Krämer und diesmal einkaufen. Hier finde ich bestimmt alles, was ich für Frau Kolumna brauche. Das glaube ich auch. Na, kleines Fräulein, was darf's denn sein? Ich brauche Bleistifte, Filme,
und Brillenputztücher. Bist du so nett und nimmst die Sachen selbst aus dem Regal? Ich muss noch meine Bestellungen fertig machen. Okay, okay, okay. Na klar. Ich brauche Filme. Ich brauche einen Korb. Ich habe doch einen Korb. Frau Kolumnas Einkaufskorb. Das geht nicht. Ach. Das geht nicht. Ja, wo willst du ihn denn hinstellen, Mädchen? Das geht nicht. Okay, 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 okay. Das geht nicht. Ja. Wo muss der denn hin? Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Gut. Das geht nicht. Ja, ich weiß nicht, wo ich den hinstellen muss. Mir sagt ja hier keiner was. Prima. Jetzt kann ich einkaufen. Ich stell ihm den Korb auf seine Bestellungen. Natürlich. Ah, Filme. Ja, Filme. Hui, hey, Filme. Nimm doch nicht einen mit. Also ich brauche bestimmt mehr. Bleistifte. Die nehme ich gleich mal mit. Ja, ja. Nimm mal mit. Und jetzt habe ich vergessen, was das dritte war. Ich habe es echt vergessen. Nee, Haarshampoo brauche ich nicht. Ach, Brillenputztücher. Da sind Brillenputztücher. Aber wie komme ich da ran? Keine Ahnung, übers Internet? Die Brillenputztücher liegen viel zu hoch. Ja, da muss ich eher halt holen. Soll ich nun lieber langbrustige oder kurzbrustige Besen bestellen? Oder beide Sorten? Soll ich nun lieber langbrustige oder kurzbrustige Besen bestellen? Oder beide Sorten? Ist doch mir egal. Dann zaubern wir das her. Ene Mene frisch und munter. Brillentücher kommt herunter. Hex, Hex. Hex, Hex. Sehr, sehr gut. Entschuldige, kleines Fräulein. Was hast du gesagt? Nichts. Ach, nichts, nichts. Nö, nö. Kannst weiter schlafen. Okay, wo sind die jetzt hingeflogen? Sind die schon im Korb? Hier sind die Sachen für Frau Kolumna drin. Brauchst du noch etwas? Nein, nein, ich hab alles. Okay, dann bezahlen wir ihn doch, oder? Frau Kolumnas Portemonnaie. Dankeschön, mein kleines Fräulein. Sag mal, könntest du diesen Bestellzettel zum Besenmacher bringen? Ich habe im Moment so viel zu tun. Okay. Das nehme ich alles mit. Ja. Clips. Ich gehe gleich zum Besenmacher und bringe ihm den Bestellzettel. Ja. Das ist nett. Der Besenmacher. Zur Belohnung habe ich auch etwas für dich. Eine Sonderkarte für den Zirkus. Damit hast du Zutritt zum Gelände, auch wenn keine Vorstellung ist. Aha. Toll. Vielen Dank. Die kann ich gebrauchen. Die, dafür werde ich meinen Besen finden. Die haben bestimmt Kartoffelpüree. Vielen Dank für die Karte. Auf Wiedersehen. Bei sich. Auf Wiedersehen, kleines Fräulein. Ich weiß, dass er Brei heißt. Und vergiss den Besenmacher nicht. Ich finde Kartoffelpüree halt lustiger. Was steht da? Besenmacher. Ah, du kannst so gut lesen. Und vielleicht weiß der auch etwas von Kartoffelbrei. Das Pressehaus geht über die Spielgrafik hinaus. Guten Tag. Der typische Besenmacher. Guten Tag. So wie wir ihn heutzutage überall sehen. Meine Besen sind die besten, musst du wissen. Ich soll Ihnen einen Bestellzettel vom Krämer überbringen. Und dann wollte ich Sie noch fragen, ob Sie vielleicht etwas beobachtet haben. Beobachtet? Mein Besen ist nämlich weg. Wahrscheinlich gestohlen. Ein Besen? Gestohlen? Das ist mir ja in meinem ganzen Leben noch nicht passiert. Wo denn?
Auf dem Marktplatz. Haben Sie etwas gesehen? Kind, es tut mir leid. Ich war die ganze Zeit in meine Arbeit vertieft. Du scheinst ja sehr an deinem Besen zu hängen. Es ist ja auch nicht irgendein Besen. Ich bin nämlich eine Hexe. Und Kartoffelbrei ist mein Hexenbesen. Aha. So, so. Sieh mal einer an. Er scheint uns nicht zu glauben. So, hier kriegst du die Liste. Frau Kolumnas Einkaufskorb. Der Zettel von... Aha. So, so. Langborstige und kurzborstige Besen. Schön, schön. Na? Darf's nicht doch ein Besen sein? Nein. Nein, vielen Dank. Sie machen aber schöne Besen. Ja. Nicht wahr? Na, darf's nicht doch ein Besen sein? Ich glaube nicht. Nein, vielen Dank. Hat er hier noch irgendwas? Keine was, da selbst Körbe. Besen, 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 dann gehe ich. Wenn du Kartoffelbrei gefunden hast, besuchst du mich dann mal? Klar, mache ich. Okay. Auf Wiedersehen. Tschüss, Herr gruseliger Besenmann. Ich sollte mal zu Carla gehen. Ob die Zeitung inzwischen schon fertig ist? Ich weiß nicht. Wir werden es rausfinden. Frau Kolumna, ich habe alles besorgt. Sie hört mir gar nicht zu. Sie hört mir einfach nicht zu.